In Vorarlberg gibt es jetzt den Öffnungsplan sozusagen als Mustermodell für Österreich, dass da die Gastronomie wieder öffnet, dass da auch Veranstaltungen wieder stattfinden können, jetzt natürlich immer mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Was sagen Sie dazu? Ja, generell eine gute Idee, würde ich sagen. Jedoch würde man das, ich glaube, es findet auch so statt, für die Cluster, die sich da bilden, vielleicht, dass man das auch das diesbezüglich abhängig macht. Also wenn jetzt räumlich gesehen die Zahl, eben die Inzidenzzahl höher geht oder was auch immer, dass man es eben nicht macht. Wenn es nicht der Fall ist mit diesen höheren Zahlen, kann man das durchaus machen. Vorarlberg hat ja niedrige Zahlen, das heißt, die Möglichkeit besteht natürlich, dass man langsam zum normalen Leben zurückkehrt. Ich finde, es ist gut. Guter, wie soll ich sagen, Ausgangspunkt für Österreich, für Wien generell. Ich bin ja selber Sportler, deswegen warte ich auch selber drauf, bis ich Sport betreiben kann. Und ja, ich freue mich oder ich hoffe, dass es bald auch so in Wien, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich, Europa, auf der ganzen Welt so sein wird. Hast es ja kurz angesprochen, wünschst du dir die Umsetzung der Maßnahmen dann definitiv auch für Wien? Wenn die Zahlen, wenn die, wie soll ich sagen, wenn die, also wenn die Möglichkeit besteht, dann definitiv. Davor lieber nicht, weil sonst kann wieder etwas passieren, wieder noch eine Welle von Corona-Infektion, das will, glaube ich, kein Mensch. Aber wirklich mal gut versuchen, langsam wieder so zurückzukommen, weil die Zahlen werden jetzt in letzter Zeit wieder sehr, eben sehr steigend und deswegen muss man auch doch aufpassen. Aber hoffentlich bald wird es wieder besser. Auch mit den Impfungen hoffentlich kommt dann schnell jeder wieder dran und somit kann dann jeder wieder frei sein Leben ausleben. Ja, gestiegene Neuinfektion, das ist das Schlüsselwort. Würdest du sagen, du bist schon Corona-müde? Definitiv. Ja, also ich glaube, das ist jeder. Wir leben alle seit einem Jahr oder fast über einem Jahr zu Hause, alle wir sind gefühlt depressiv, viele meiner Freunde sind sehr davon betroffen. Ich zum Glück nicht, weil ich habe zum Beispiel in mir einen Park, deswegen kann ich alleine zum Beispiel raus in den Park gehen und selber ein bisschen spielen, aber sonst halt mehr leider nicht. Ich spiele eigentlich Spitzensportler fast, aber wir haben auch erstens zu viele Leute in der Mannschaft, deswegen geht das nicht. Zweitens, es geht halt eben nicht, weil es nur eine bestimmte Anzahl von Leuten geht, die in der Mannschaft spielen dürfen. Ich war leider einer nicht von denen, weil ich auch verletzt bin. Und ja, auch Schule sehr anstrengend. Die Lehrer haben selber keine Lust mehr, Schüler haben keine Lust mehr, keiner hat mehr Lust darauf. Ja, irgendwann müssen wir anfangen, mit diesem Virus zu leben. Es wird uns nichts helfen. Es muss wieder weitergehen, sonst kam unsere Wirtschaft und unser Land, unsere Kultur und vor allem auch die Moral total an die Wand. Und es bemühen sich eh alle so sehr, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Es hat ja keiner Interesse, sich die Verantwortung aufzuerlegen, jemand anderen angesteckt zu haben. Also ich bin da schon eher dafür, dass man wieder schön langsam zur Normalität zurückkehrt.